Hab sie dann erstmal, ja, trocken gemacht, ausgezogen. Eigentlich total, weil meine Freundin das will, dass ich jetzt das Video hier mache. Die wird mir, glaube ich, den Kopf runterreißen, aber die wird es dann wahrscheinlich eh sehen auf meinem Channel, wenn es online ist. Glück auf, Schatz aus dem Schachtel, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, ich hoffe, ihr habt alle das lange Wochenende gut überstanden. Der eine oder andere war vielleicht feiern, so wie ich, am 31. und zwar zum Hexenfeuer. Ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen heißt, ob das vielleicht irgendeinen anderen Namen hat, aber ich denke, ihr dürftet wissen, was mit Hexenfeuer gemeint ist. Auf jeden Fall haben wir uns mit ein paar Freunden getroffen und dann haben wir natürlich auch mal wieder richtig gut getrunken, also viel vor allen Dingen getrunken. Und das Problem war halt, dass wir in den letzten Jahren, ich und meine Freundin, nie wirklich viel Alkohol getrunken haben, weil unsere Freunde meistens ziemlich weit weg gewohnt haben und da hat sich das halt nicht so ergeben. Und jetzt hat es natürlich mal richtig gut gepasst. Ja, und meine Freundin hat natürlich einen zu viel getrunken. Und wenn ich jetzt zurückdenke, muss ich immer wieder an diesen Spruch denken. Ja, wenn Jungs betrunken sind, ist schon extrem schlimm, aber wenn Frauen betrunken sind, das ist noch viel schlimmer. Ich sage euch leider, meine Freundin hat wirklich einen nach den anderen Lacher gerissen. Also wirklich, alle haben sich köstlich amüsiert. Meine Freundin ist da rumgestolpert. Und ja, war auf die Nase gefallen, wie das halt so ist, wenn man betrunken ist. Und ja, zwischendrin wollte ich ihr auch mal kein Geld mehr geben, dass ich nichts mehr kaufen kann. Da ging es mir dann aber auf den Sack so, ey, das ist mein Geld, ich will jetzt was kaufen gehen und so. Also die hatte wirklich ein gutes Level. Und wir sind dann später noch bei uns im Jugendclub eingekehrt. Da haben wir mit ein paar Freunden noch ein bisschen gechillt. Natürlich auch noch was getrunken. Meiner Freundin habe ich dann statt Alkohol Wasser gegeben, weil es wirklich gereicht hat. Also so laufen alleine war schon fast nicht mehr drin. Und ja, wir waren dann halt bei uns im Club und da war es halt so, wir hatten dann noch so einen ziemlich großen, ja, Käfig nicht, weiß ich was das, wie ich euch das genau beschreiben soll. Es war halt so ein großes, rundes Metallgestell und da drinnen hatten wir dann halt noch ein kleines Lagerfeuer gemacht. Und da wäre meine Freundin auch fast reingestürzt, die musste ich dann festhalten, ich weiß nicht, was ich vorgehabt habe. Und ja, war auf jeden Fall richtig lustig, also ich kann euch gar nicht mehr alles erzählen, weil ein bisschen was getrunken hatte ich auch, aber auf jeden Fall meine Freundin wirklich da ein Ding nach den anderen gerissen. Ja, und dann sind wir nach Hause gelaufen, natürlich hat es dann angefangen zu regnen, aber fragt nicht wie, also es hat getrascht aus allen Wolken, alles was hergegeben hatte. Und wir mussten natürlich noch einiges nach Hause laufen und ich sage euch, ich war echt glitschenass von oben bis unten. Und ja, auf jeden Fall waren wir dann daheim. Da habe ich meine Freundin noch hoch ins Zimmer mitgeschafft, weil bei uns musste so Treppen hochlaufen und da ist momentan kein Geländer dran. Habe sie dann ins Bett gesetzt erstmal und sie erstmal trocken gerubbelt. Also ich habe sie dann ein Tuch geholt. Hab sie dann erstmal, ja, trocken gemacht, ausgezogen. Eigentlich total, weil meine Freundin das will, dass ich jetzt das Video hier mache. Die wird mir, glaube ich, den Kopf runterreißen, aber die wird es dann wahrscheinlich eh sehen auf meinem Channel, wenn es online ist. Ja, auf jeden Fall habe ich sie dann halt ausgezogen und ins Bett gelegt und hat sie auch direkt geschlafen. Also, sie war auf jeden Fall gut dabei. Ja, das Problem war natürlich der Tag danach, da war halt nicht mehr viel, außer das Bett pflegen, weil sie nicht mehr hochkam. Mir ging es einfach so schlecht. Ja, und es war, wie gesagt, mal wieder so ein richtig geiler Abend. Also ich habe das auch so ein bisschen vermisst. Früher hatte ich das ja eher selten, weil wir halt, wie gesagt, keine Freunde in unserem Umkreis hatten. Zumindest nicht die guten Freunde. Und das war jetzt so das erste Mal wieder, wo wir mit meinen ganzen Kollegen, ja, ein Trinken gehen konnten. Und dass meine Freundin natürlich gleich den Vogel so abschießt, ist natürlich mega. Sie hatte das letzte Mal, also da haben wir noch drüben im Westen gewohnt. Da, wo ich mal jetzt hergezogen sind. Und da waren wir auch hier zu einer Feierlichkeit, da haben wir auch ordentlich gefeiert, meine Freundin auch gut getrunken. Und dann irgendwann, ich weiß nicht mal wie spät es gewesen ist, ist um zwei glaube ich nachts oder so, hat sie dann mit ihrem Level, was an Alkohol hatte, natürlich auch noch angefangen auf den Tisch zu tanzen. Also war auch eigentlich ganz cool. Ich muss mich immer so zurückerinnern, immer wenn meine Freundin irgendwie hier gewesen ist und wir sind fortgegangen und haben was getrunken, hat sie irgendwie immer einen Vogel abgeschossen. Aber so ist das Leben halt und es hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, war ein richtig geiler Abend. Ja, das war's auch eigentlich. Ich wollte euch einfach bloß mal so erzählen, was ich so den Feiertag gemacht habe, beziehungsweise wie wir gefeiert haben. Ich wollte gerne noch ein paar Aufnahmen machen, aber man hat es einfach nicht gesehen, da war mein Handy alle, ich hatte meine Kamera nicht dabei. Wer ahnt sowas auch, seine Kamera mitzunehmen, aber das nächste Mal denke ich auf jeden Fall dran, dass ich die Kamera mitnehme, dann mache ich euch mal ein paar Bilder oder besser gesagt ein Video.
Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr mir einfach mal ein paar Themen irgendwie in die Kommentare schreibt, weil es momentan echt schwierig ist, wenn ich so viel arbeiten bin, immer auf dem Aktuellen zu bleiben, was gerade ja die Leute so interessiert. Deshalb wäre es natürlich cool, wenn ich da ein paar Themen habe, was euch da draußen interessieren würde. Dann würde ich darüber mal ein Video machen, beziehungsweise das Thema mal anquatschen oder vielleicht sogar ein Dual, wenn es zeitlich passt. Ich habe jetzt meinen neuen Schreibtisch, beziehungsweise die Arbeitsplatte von meinem Schreibtisch bestellt. Das sollte jetzt auch bald kommen. Dann kann ich erstmal alles, was so in meinem Zimmer ist, schreibtischtechnisch, erstmal ins neue Computerzimmer, bevor wir das dann komplett fertig bauen. Und dann müssen wir mal schauen. Da müsste ich eigentlich ein bisschen mehr Zeit haben für das Ganze wieder. Ich möchte mich natürlich auch nochmal bedanken für alle Leute, die immer noch treu meine Videos schauen, liken und natürlich mich hier und da unterstützen. Echt top von euch. Freut mich mega. Und ja, das Leiden ist aber bald vorbei. Gott sei Dank. Ja, ich will jetzt auch gar nicht länger diskutieren oder erzählen. Das war's auch eigentlich schon. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall den Daumen nach oben. Und ansonsten, Leute, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video. Euer Black Imus. Yeah.